Moin Moin, den geilen Schnittchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, die Siedler von Catan. Wir spielen das jetzt zum zweiten Mal. Ja, vielen, vielen Dank für die gesamten Rückmeldungen. Ja, wir haben vielleicht etwas ein wenig falsch gespielt. Manche Sachen haben wir schon bemerkt, manche haben wir nicht gemacht. Das versuchen wir natürlich jetzt zu bemerken, beziehungsweise zu befolgen. Ja, sagen wir, die Regeln richtig zu befolgen. Dabei sind Sebastian und Peter, ihr seht sie schon. Ist auch ein komplexes Spiel, muss ich sagen. Ja, ist komplexer als Monopoly, ne? Yep. Fang mal an zu würfeln. Wer anfängt? Mit beiden Würfeln. Wer war das? Das war Sepp mit einer 5. Ich habe eine 6. Das nochmal würfeln. War noch nicht besonders gut. Da fängt Peter an, dann. Okay, bleiben wir bei der Map. Ja. War es nicht gut. Ja, cool. Das ist unsere Map, wieder randomisiert für 4 Spieler, beziehungsweise 3 bis 4 Spieler. Peter darf jetzt als erstes sein. Oh, verdammt, Leben, ne? Darf er als erstes jetzt eine Stadt oder eine Siedlung setzen? Das ist wichtig. Warte. Das ist wirklich wichtig. Das weiß ich gerade noch nicht mehr. Schon wieder vergessen. Oder Peter weiß das bestimmt noch, ne? Nee, weiß ich natürlich auch nicht mehr. Okay, zweite Phase ist Siedlung. Stadt. Okay, erste Phase. Also erst Siedlung. Ich darf meine Stadt. Das heißt, es ist voll scheiße anzufangen, weil die Stadt ist auf jeden Fall an der miesesten Position. Okay, ich finde, es gibt zwei Kandidaten für die beste Position hier auf dem Feld. Das ist einmal hier zwischen denen, aber dann hast du nur 2 unterschiedliche Rohstoffe und nicht einen. Und zwischen denen, dann hast du 3 unterschiedliche Rohstoffe. Peter. Tja, Peter, wird die 8 oder die 6 häufiger gewürfelt? Das ist immer ein Arschloch. Letztes Mal war das die 6, glaube ich. Wenn ich mich noch recht erinnere. Ich werde auf jeden Fall eher den hier nehmen, einfach damit ich unterschiedliche Rohstoffe habe und nicht so abhängig bin von euch. Oh, der feine Peter. Peter, möchtest du nicht mit uns handeln? Belastend. Und ich gehe in welche Richtung gehen wir denn? Das ist nicht unwichtig. Gehen wir doch mal in die. Jetzt Sebastian. Ist Jay dran, wa? Nee, Sebastian. Wait. Hey, hast du gerade gesagt, du bist dran? Ah ja, stimmt. Entschuldigung. Ja, ist ja. Ich dachte gerade, ich wäre an letzter Stelle. Leider nicht. Ah, gibt eine Menge feine Plätze. Ja, potenziell. Das Gute ist, ihr nehmt mir alles weg, das heißt, ich habe da sowieso keine Auswahl mehr. Du darfst aber 2 hintereinander direkt, das ist auch richtig. Aber. Lehm ist ja auch generell mal ganz schön scheiße besetzt. Ja, Lehm ist ja das stimmt. 11, 9 und 3. Super wichtig am Anfang. Was auch noch scheiße besetzt ist. Ist ja eigentlich Erz, weil da unten nur Erz ist. Ja, halt richtig. Die einzige gute. Weizen hat keine einzige rote Zahl. Ja. Also, wir haben einen Wolleüberschuss, könnte man sagen. Ja, das ist richtig. Je nachdem, wo ihr euch positioniert nachher. Das ist aber auch nicht falsch. Ja, schlecht. Also, du brauchst die alle. Geh mal diesmal auch den anderen Weg. Was ist denn der andere Weg? Wie habt ihr denn letztes Mal gespielt, so für mich als kleine Info? Schlecht. Okay. Und was darf ich nicht machen? Wie habt ihr schlecht gespielt? Naja, was haben wir denn schlecht gespielt, Jay? Ich hab schlecht gespielt. Ich hab da hart verloren. Das weil ich einfach meine Sachen nicht gewählt wurden. Und ihr die ganze Zeit nur auf mich gegangen seid, ihr Schweine. Also hast du gar nicht schlecht gespielt, das war einfach nur unfair. Ja, ihr wart unfair, okay. Kann ja auch mitleben. So, Sepp. Du ja, kannst jetzt auch erst deine Stadt setzen, wenn du möchtest. Das ist ganz lass schön ich dir durchgehen. Schwierig. Ja, bin ich mir nicht sicher. Ja, cool, ausnahmsweise. Also ich kann ja mal offen denken hier. Das ist ja jetzt gerade egal, weil ich darf ja beide setzen. Das heißt, hier oben
finde ich ganz schön sexuell, weil hier gute Holzdinger sind und Holz schon wichtig ist. Holzer. Lehm ist aber auch wichtig. Und der Dreier, der ist ganz schön behindert. Denn Dreier ist doch geil. Ist ganz okay, den kann ich da aber nicht setzen. Lehm, Getreide, Schaf. Da kann ich hier gehen. Dann habe ich aber überhaupt gar kein Erz. Das ist ganz schön tricky hier. Lehm, Erz, Getreide müsste ich dann hier hingehen. Wenn ich da hingehe, muss ich hier hingehen. Getreide, Lehm und Erz da unten. Das ist, glaube ich, gar nicht so doof. Ja, hey, du. Also wie gesagt, du hast zwei Möglichkeiten, ne? Also du kannst jetzt zwei setzen. Ja. Ich glaube, ich gehe mit der Stadt hier oben hin. Und mit der City wirklich hier unten hin. Wait, mit der Stadt da oben und mit der City da unten? Das ja, ist hier aber, mit der das City, ist aber mit der... Settlement, Siedlung. Und ich gehe... Oh, warte mal, das... Komm, Richtung Jay. Ist das richtig, dass hier Holz ist? Ja, du kannst zwei Holz gegen... Oh, das ist tatsächlich relevant für dich. Das ist ja... Nicht schlecht hier. Das ist nicht schlecht. Und ich versuche... Ah, ist tricky. Wo geht ihr denn gleich hin? Jeder braucht auf jeden Fall Holz und Erz. Also hier tendenziell oder hier. Jay braucht auch... Guck mal, was Jay braucht. Ja, Holz, ich wollte gerade sagen, Erz, ich bin der Letzte, der platzieren darf. Holz, Erz und Lehm ist ja tendenziell direkt hier. Oh shit, stimmt. Also werde ich mit meiner Straße mal hier hinwandern. Mal gucken. Aber die drei. Ob das was bringt. Okay, Jonathan. Kann denn Jay zwei Weizen tauschen? Ach da, okay. Okay, komm. Wie ich gesagt habe, ich try mal was. Ich try mal what? Sagt er. Oh, interesting. Ja, das geht das doch geht nicht. Bin ich sehr gespannt. Jetzt Spannungsbogen, oha. Jay. Oha, das oder das überlegt er noch. Sehr interessant. Also wenn Jay komplett auf Schaf und Getreide geht, wäre spannend. Ich bin jetzt unerwartet für mich. Boah, es ist gerade nicht leicht. Ob ich mich da wirklich so das committen will. Das ist richtig. Okay, er geht doch ans Holz ran. Okay. Ja, er kann jetzt noch mindestens... Ja, der kann noch zwei... eine Stadt kann er noch an die 8 bauen. Ich will. So, jetzt bekommt jeder natürlich für seine Stadt. Darf ich vielleicht auch noch eine Stadt bauen? Auch noch dran. Natürlich, wenn Peter dran ist. Wollte ich nur noch mal sagen, Peter, bedenke, dass du die Rohstoffe der Stadt bekommst, wo du dran sitzt. Ach so, die, von dem Dorf nicht? Nö. Oh, das war mir neu. Hast ja nicht nachgefragt. Ja, gut. Ja, war schon klar, dass Peter dahin geht. Ah, nicht da oben hin. Nee, das war dein Spot eigentlich da oben. Naja, das ist genau Peter so seiner war hier unten. Ah, oh, schon okay. Mal gucken mal. Ja, vielleicht habe ich ja auch komplett Scheiße jetzt gebaut. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Gut. Das ist die Frage. Ich glaube nicht, dass mit Deal Cards das jetzt funktioniert, weil hier die drei Jahre. Nee, das glaube ich auch nicht. Deswegen nimmt jetzt jeder sich sein Zeug. Kriege ich auch die Bonus-Ressourcen? Nein. Okay. Eins, zwei und ein Self.
Moment, ach so, man kriegt gar nicht doppelt. Ach nee, logischerweise nicht. Sorry, ich bin gerade nur die einfachen. Nee, du kriegst also genau. Du kriegst nur drei Karten. Braucht jemand Schaf? Ich hab Schaf. Nein, ich brauch Lehm. Peter, Lehm, brauchst du Schaf? Wer gibt mir Lehm? Ja, noch gebe ich hier nichts zu tauschen. Am Anfang echt Lehm? Haarig. Was ist Lehm? So, und jetzt fängt Peter an. Ah, ich darf jetzt auch anfangen. Leichen. Ich dachte schon. Okay, ich muss aber alle drei Würfel jetzt würfeln, ne? Ja, ich muss alle drei Würfel würfeln. Mal gespannt hier. Wir haben noch ein paar Add-ons. Warte, ich leg die einmal ab. Nur, ich habe sie nur abgelegt, damit ich sie vernünftig so werfen kann. Gelb! Ah! Da kannst du jetzt auf Deal drücken. Geil. Perfekt, dankeschön. Das ist schon awesome hier. Scheiß Start in die Runde. Schon awesome. Ah, ist das schon ganz geil, ne? Die 8 sei immer an der Stelle. Mal nicht unzufrieden mit. Jetzt sagt jetzt richtig Bolz. Ich frage mich tatsächlich. Ich frag mich tatsächlich gerade, ob, wenn jetzt eine 7 gewürfelt wird, der Räuber nicht versetzt wird, er dann quasi auch nicht unsere, also die Handkarten eigentlich noch egal sind am Anfang, ne? Wie meinst du? Wenn eine 7 gewürfelt wird, Mal der Überfall bis das erste kommt. Mal das Schiff kommt, wird der Räuber nicht versetzt bei einer 7. Das bedeutet, darf ich aber Moment, irgendwas stand da trotzdem mit den Handkarten. Irgendwas gilt trotzdem, also ich, kann es sein, dass das trotzdem gilt mit den Handkarten? Ja, was weiß ich. Hey, wir machen ja, wir haben mit anderen Regeln gespielt. Ja. Der Räuber darf zu Beginn des Spiels so lange nicht versetzt werden, bis die Barbaren zum ersten Mal Katan erreicht haben. Bei einer 7 gewürfelt so lange nur geprüft, ob ein Spieler zu viele Karten auf der Hand hat. Der Räuber bleibt in der Wüste stehen, es wird auch keine Karte von einem Mitspieler gespielt. Also 7 muss weiterhin beachtet genau, 7 wird weiter getriggert. Okay. Gut. Ja, also auf Let Op mit den Handkarten. Okay, und du kannst auch nicht hat jemand ein Lehm abzugeben? Nee. Nee, irgendwie nicht. Peter, guck doch mal, dann ist wohl sitzen. Der Nächste dran. Aber wenn du geben würdest, Peter, ich bin da immer offen. Jawoll, Junge, hier die 3. Krass. Gut, dass ich da sitze. So, ich bezahle schon mal so ein Clove. Pass auf hier, zack und dann zack. Boah, Wahnsinn! Heftig, ne? Ja, guck mal, State 1, zack. Ist doch schon mal gar nicht so bad. Hätte Jay jetzt auch was gekriegt sogar. Und ich, bevor Sepp irgendeinen Shit machen kann, gönn ich mir würde ich auch machen. 4 zu 1 ein Lehm. What? Lass das auch direkt liegen. Bau eine Straße. Eine Straße. Einfach nur, um die Position an der 8 zu sichern. Wer weiß. Ja, ich habe auf einmal 2 Leben. Hier kriege ich. Ja, next. Spielt, finde ich gut. Okay, hier ist schon eine gewisse. Oh, eine 11. 10. Ja, das ist doch Eisen und Holz. Da könnte ich auch mal Rohstoffe kriegen. Na, belastend. Oh, das ist jetzt belastend. Also wir machen erstmal hier das einmal. Nee, nicht. Ja doch, ein. So. Hat wo? Ja. Das haben wir schon mal. Habe ich nur ein Problem. Was mache ich denn damit? Schaf und ein Erz. Ich habe jetzt schon ziemlich viele Handkarten. Ich habe schon 7 Handkarten. Schon ungeil. Wäre ärgerlich, wenn du die verlieren würdest, die Handkarten, ne? Wo kommt denn der Ritter so hin? Also wenn ich den platzieren würde, wo zwischen kommt die dann hin? Zwischen die Straßen. Allerdings darf der nicht hier hin, weil da eine Siedlung ist. Also Siedlungen müssen auch anerkannt werden. Oh, der muss auch weit weg genug sein. Da darf er auch nicht schlecht. Hin. Da darf er hin. Aber da schützt er auch meine Stadt. Ja. Ja, egal, der schützt alle Städte im Zweifel. Ah, okay. Ja, dann baue ich doch hier direkt einen Ritter. So, hier einsortieren. Also, wir können auch einfach erstmal ein paar Runden warten, ne, bevor wir Sword drücken. Nein, das muss sofort einsortiert werden hier. Deutsch. So, jetzt kannst du natürlich, der ist jetzt unaktiviert, du kannst ihn natürlich aktivieren mit einem Hafer, aber genau, dann ändert sich das hier auch. Jetzt sind aktuell trotzdem nur 0. Peter. Cool, kriege ich jetzt das erste Mal Ressourcen. Direkte Karte. Und das stimmt, die 7 verhindert.
kannst du drücken. Das ist richtig gut. Müsste eigentlich Sepp bekommen. Ja, 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 geil. Stimmt. Hat einer von euch über 7? Ich hab 0, Peter. Ja, alles klar, ich kann nichts machen. Nächster. Gut, dass ich gerade den Ritter geholt hab. Gute Runde. Gutes Spiel. Das Spiel ist jetzt schon verloren. 7! Du wieder eine 7! Jetzt passiert. Doch! Er ist nach einem nach vorne gegangen. Er ist nach vorne gegangen! Wahnsinn! Alter, diese Erweiterungen sind der Shit. Dankeschön. Ja, 7. Krasse Runde hier. Next. Jetzt leg die doch nicht so hier. War ja krass. Komm, nochmal ein Buch! Eine 9! Oh, eine 9! Eine 9. Ich krieg was! Nein! Hallöchen! Ja, ja. Möchtest du gerne handeln? Brauchst du Holz? Nein. Nein. Brauchst du Holz? Nein. Wird dir 2 Holz für ein Leben geben? Nein. Tauschst du ein Erz gegen Holz, Peter? Nein. Da hast du aber lange für gebraucht. Ja, ich kurz überlegt. Ach, schade. Ja, dann wohl nicht, Peter. Schade. Dann darfst du. Okay. Die Aktionskarten zählen aber nicht zu den Handkarten, ne? Nur die Rohstoffe und Special-Karten. Alter, ne? Als ob der schon wieder eine kriegt. Ja, what the fuck, einfach nur. Okay, eine Straße bei euch. Schon gar nicht so verkehrt jetzt. Weil ich will eigentlich auf die Schafsverkauf hin. Nur ja, merke ich gerade, dass die Schaf nicht kommt. Ja, kommen keine Sechsen. Vielleicht soll ich lieber erstmal woanders eine Siedlung bauen, ja, als da unten. Schon. Ich bin auch ganz schön abhängig von der Sechsen. Nee, komm, wir ziehen da durch. Die Sechsen kommen jetzt bestimmt demnächst. Ja, ja, bestimmt. Bestimmt, Peter. Okay, Jay. Jutta. Wer fordert dich bei Sepp in dem Lacker? Der ist an der 8. Geil. Ach, schon wieder eine 7. Was ist denn da los? Das ist ja Blau mega. Blau hat auch noch keiner. 1, 2, 3, 4, 5 hat Sepp. Ja. Das ist easy. Ich habe noch keine Karte hinzugekriegt. Also krasse Runde. War Mann. Jetzt schon noch nicht so gut hier, ey. Würfeln wir mal vernünftig. Jawohl, eine 10! Ha! Da sehe ich mich. Alter! Dann gehen wir mal. Dankeschön. Und ich mach direkt hier Paper. Papers, please. Ja. Dann machen wir direkt hier noch ein State mehr. Da kommen noch die 3 dazu. Der ist einen nach vorne gegangen. Peter. Ah nee, dein Leben hast du schon verballert, ne? Was denn? Ja. Sagst du Getreide gegen Erz? Nee, das kann ich nicht machen. Okay, gut. Wenn du nicht deinen Ritter aktivieren Erz willst gleich, du bist dann gefickt, ne? Nee, ist doch noch 3. Ist doch noch 3. Okay. Wollen wir nur sagen. Okay. Ich baue erstmal hier eine Mauer. Stadtmauer? Eine Wall. Die wird übrigens auch eingerissen, wenn du keine Stadt mehr hast. Ja gut, dann ist die halt weg, genau. Okay, Stich. Okay. So, jetzt darf ich 9 Karten auf der Hand haben, ne? Okay. Korrekt. Okay. Peter. Ja Peter, ey, wenn das so weitergeht, haben wir gleich keine Städte mehr. Yep. Das war ganz schön bitter. Oh. Ne 6! Vielleicht doch. Oh, das gibt es doch nicht. Peter! Peter, ist gut für dich. Hab ja Getreide. Mal Coin. Ah, du auch. Nee, du nicht. Doch, du auch. 8, 1. Das ist auch ein Getreide. Ein Getreide, ja. Okay, was kann ich jetzt machen? Knight, ich kann mir Knight kaufen. Knight das wäre ja schon mal was. Kann ich auch direkt upgraden, wa? Ja, wenn du zweimal kannst. Nee, Knight upgrade. Nicht upgraden, sorry. Ich meine aktivieren. Ach, aktivieren, ja. Okay, Knights ein Erz coming. Und Schaf kostet ein Mighty Knight. Nee. Nee, normal Basic Knight. Knight. Ja. Basic Knight, den packen wir einfach. Hier darf ich, ne? Ja. Ja. So, jetzt aktivieren wir den da auch direkt mit. Bisschen Weizen, weil der ist hungrig, der Knight. Hey! So, jetzt bin ich der Einzige, der nicht gefickt wird, wenn ich das gerade richtig sehe. Ja. Werden wir auch beide gefickt oder wird das dann gelost, wer von uns? Nee, werdet beide dann gefickt. Oh, das ist aber nicht so gut. Nee. Your turn. Ja. Oh, Jay liest noch was nach oder ist gerade am Nachdenken offensichtlich. Hey Jay, wie ist denn das? Brauchst du das? Ich überlege gerade, ob man nicht doch deine Ritter überall bauen kannst.
Ne, überall nicht. Du kannst sie nicht auf deine Stadt oder auf deine Siedlung bauen. Ja, aber bauen, halt ich. Dazwischen. Ich dachte, das wäre doch mit Siedlungsabstand, aber irgendwie. Nee, dazwischen kannst du die, glaube ich, direkt bauen. Ja, ich hatte Sepp dann gerade was Falsches erzählt. Ich glaube, du musst aber mit Straßen verbunden sein. Das war relevant. Ja, okay. Einfache Ritter muss innerhalb des eigenen Straßennetzes eingesetzt werden auf eine freie Kreuzung. Das heißt, die Freiung muss mindestens eine eigene Straße haben. Eine Abstandsregel, wie es für Gebäude gibt es nicht. Also Sepp, du darfst ihn meinetwegen da oben hinsetzen, wenn du willst. Okay, dann würde ich den jetzt gerne da oben hinsetzen. Ja. Jetzt kann ich beispielsweise meine Straßen da nicht durchsetzen. So war das nämlich. Ah, stimmt. Okay. Auch cool. Das war das. Mein Fehler. Entschuldigung. Ja, alles gut. Haben wir ja sogar in der Folge noch klären können, ja? Gut, wer ist dran? Du, und du darfst würfeln. Oh. Nee, du das musst. Das war falsch. Du hast noch nicht gewürfelt. Ja, ich weiß. Entschuldigung. Ja, mach einmal kurz deine Karten da weg, deine drei. Hast du? Ja. Ja. Das war fake. Fail. Oh, 12. Mega. Ja, 12 sehe ich mich. 12 ist jetzt nicht so gut für mich. Ja! Ja, Jay, wie ist denn das nochmal mit dem Handeln hier? Na, ist ja nur 3 Runden, ne? Okay. Ja. Ach, 4 sackt. 5 brauche ich. Cool. Oh, ich habe was gekriegt. Wieso habe ich gerade was gekriegt? Ach, wegen der Blau. Geil. Genau. Oh, die hat Federschein. Oh nein. Wieso habt ihr alles diese Dinger, ey? Bei mir werden die nicht gewürfelt, die gelben. Mann. Also ich mach mal hier belastend. Einmal Clothing. Ja, hier. Stage 1. Alles rigged. Alles rigged. Also Jay, Getreide ist bei dir nicht frei gerade. Ne, aktuell nicht. Vielleicht gleich. Ja. Oder was willst du haben dafür? Ich könnte dir 2 Holz dafür geben. Nee, das brauche ich nicht. Oder ich halt verstehe. Ein Eisen, was du vorhin wolltest. Nee, dann. Ich würfel, ne? Eine 11! Ah, krieg ich auch mein Holz. Mann, ey. Aber ich krieg endlich mal mein Lehm. Aber ich brauche Getreide. Okay, ich bezahle ein Paper, um die Abby freizuschalten. Die Abby! Die nice. Abby ist schon eine Nette. Und ansonsten kann ich leider absolut gar nichts tun. Braucht jemand von euch Erz oder Holz? Ja, ich brauche ein Erz. Okay, was brauche ich denn? Weiß ich nicht, was brauchst du denn? Ach nee, wir machen erst mal weiter. Okay. Aktuell habe ich keinen Plan, weil ich quasi nichts habe. Ich muss erst mal gucken, was als nächstes gewürfelt wird. Ja, das sieht doch gut aus. Damit kann man doch arbeiten. Peter, mal echt eine super Sache. Was? Holy shit. Scheiße. So, ich. Oh, Moment, ich muss was machen. Reveal this card immediately when you draw it. This card cannot be stolen by a spy. Ein Siegpunkt. Oh. Sehr gut. Oh. Nice, Peter. Ja, stark. Aber nichtsdestotrotz darf ich jetzt hier mir so ein Buch nutzen. Büchlein gönnen. Auch mal. Ja, nice. Ich sag mal so, ein Erz gibt mir keiner für ein Holz, ne? Nee. Warte mal, ich kann... Ich hab leider genügend Holz, damit kann ich leider überhaupt nichts anfangen. Nein, Jay, tut mir leid. Was würdet ihr mir für ein Tuch geben? Erz und noch was? Ich will kein Tuch. Kann ich auch nicht gebrauchen gerade. Das ist belastend. Also kein Erz gegen ein Tuch? Guck mal, wie die Preise sinken da gerade. Aber Erz gegen Getreide, das könnte ich mir vorstellen. Erz gegen Tuch? Peter, dann kannst du umrüsten einen, ne? Ja, das stimmt, das könnte ich wirklich. Ja, komm. Ja, danke schön. Wo ist das Erz hin? Das ist das Erz. Man muss das nur gut genug verkaufen, ne? Ja, das hatte ich gerade nicht auf dem Schirm.
Oh, Jay hat seinen Ritter fertig. Oh. Ich dachte, Tuch hätte ich auch schon einen. Ja, das ist wichtig, das ist wichtig. Ja, ist schon wichtig. Achso, Moment. Zack. Ach, jetzt bin ich zufrieden. Jetzt geht's mir gut. Jetzt kann der Nächste. Ja, ja, das ist schon echt Schiss in der Box. Dann wird nämlich immer enger. Drück mal auf Deal. Ne Fear. Ich kann nicht dein Tuch schon gebrauchen. Ist er ein Stück nach vorne gegangen? Ja, ja ist er. Naja. Okay. Er greift gleich an. Ich würde jetzt sofort gerne 7 würfeln, glaube ich, wenn ich mir selbst Hand so angucke. Ja. Du müsstest doch jetzt langsam mal einen Ritter bauen können, Sepp. Du hast Ritter bauen kann ich. Ich meine aktivieren, achso. Ich krieg halt kein Getreide. Du weißt, dass du 4 zu 1 tauschen kannst. Ja, 4 zu 1 ja tauschen, das ist auch ein bisschen mein Ding, was ich gerade machen muss. Ich nehme nämlich 4 Holz. Schade, wolltest du gerade nicht? Vorhin hättest du das für ein Erz gehabt. Nee, du hast die ganze Zeit abgelehnt, du Affe. Nee, als ich einmal gefragt habe, wolltest du nicht. Als du einmal gefragt hast und ja, danach hast du sofort mal. Immer das habe ich mir gemerkt. Also. Mit Peter habe ich guten Handel gehalten. Betrieben bislang. Nee, so gehen nicht. Roll Eat. So, den Knight haben wir auch. Geht der eigentlich weg, wenn der Barbar durch ist, oder wird er nur deaktiviert? Der wird wieder deaktiviert, wenn du den einsetzt. Das heißt, du musst wieder ein Getreide zahlen. Genau. Okay. Aber da die 5 nicht gewürfelt wird, alter Peter. 5. Ja, was soll ich machen? Getreide du schon jetzt um was oder? Nee, ich baue jetzt noch eine Straße. Boah. Gehe ich da hin oder da hin? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, ich gehe hier hin. Hast okay. du so viel Holz, ja? Nee, gerade ja. nicht, aber ich hoffe, aber dass das noch so passiert. Solltest du eigentlich haben, ja. Ne? Ja. Okay, dann mach ich mal. Geil. Wieso kommt denn ständig jetzt eine 6? Die 6 ist doch, die 6 ist doch belastend, ey. Belastotastisch. Da haben wir sogar 2 Coins. Ja, ja, sicherlich ist klar. Hier erstmal auf Stage 2 upgraden und mit den geilen Klamotten von Jay den Market freischalten. Gerne, Peter. Dankeschön. Gerne. So. Boah, ich habe eindeutig die falschen Rohstoffe. Sachen. Rohstoffe, ja. Erz, jeder Erz, von uns Erz, giert Erz, nach Erz, Weizen. Erz. Jeder ja. von uns giert nach Lehm. Zumindest ich. Ich weiß nicht, ob jeder von, ja. von euch nach Lehm giert. Sorry. Ich wollte nicht. Ja, die 9 und die 5 wurde halt noch nicht gewürfelt. Nicht wirklich gut. Ja, ne? richtig. Ich will aber auch nicht zu viele Sachen auf der Hand halten. Das heißt, ich baue, glaube ich, einfach noch einen Knight. Ja, hey, für die Zukunft. Ist gut. Na, damit kriegt er einen Siegpunkt, ne? Ach, weil du die meisten Knights hast, okay. oder was? Oder auch nicht. Was denn? Peter das nicht möchte. Verstehe ich nicht. Du hättest doch den zum Zweier machen können. Ja, aber das möchte ich jetzt in der Phase, wo wir so wenig Städte haben, noch nicht. Damit weil wenn der Sieg, jetzt angreift... Damit du einen Siegpunkt kriegst? Du würdest den wenn du den Zweier hättest? Okay. Dann willst du halt nicht so, den Siegpunkt. Verstehe ich jetzt immer noch nicht. Wann kriegst du einen Siegpunkt? Wenn du die größte Rittermacht hast. Ah. Okay. Jedes Mal, wenn der durchläuft? Ja. Das hatte ich nicht mehr am Schirm. Ist mein Fehler. Retter okay. Katans. Okay. Und mehr was? Kann ich nicht machen. Dann bin ich, ne? Na, bis wie viele Siegpunkte spielen wir eigentlich? Geil. Tick, ey, blau ist einfach so eine Bitch. Weiß ich nicht, guck ich leider nach. Ja. Puh. Kann ja viel machen. Next. Ja, ich würfel dann auch mal. Gucken, ob jetzt hier was Großes passiert. Ne. 13. Aber wir kriegen Karten. Und schon wieder eine 6. Das ist doch bitchy. Oh, meine erste Karte. Ja, leck mich doch am Arsch. Habt ihr alle bekommen, ne? Hm. Ja. Ja. Mittlerweile echt viele von diesen Special-Karten, aber die kann ja, ich, ich alle auch. Nicht so wirklich nutzen. I hate you.
Boah, Alter, ich hab schon wieder einfach nur Pech in dem Spiel, Mann. Ich glaube, ich hasse das. Rüste mal meinen Neid auf mit dieser Karte. Und nachdem ich hier gerade erfahren habe, dass es ja unfassbar geile Belohnungen hier gibt, machen wir das mal so. Ja. Und der nächste ist. Alrighty. Pack. Eine 4. Angriff! Nee, nee. War doch noch nicht dealen, oder? Stopp! Oh, stimmt. Sorry. Das war noch nicht dealen. Gut, ändert nichts, wir werden es nicht machen. Können wir ja gucken, im Zweifel können wir es zurückmachen. Ja. Ja, so, Peter, verteidigst du? Warte mal. Eine Fangfrage. Nee, ist keine Fangfrage. Ja. Bist du abhängig von mir, Peter? Ja, aber wenn du nicht verteidigst, wirst du genauso viel gefickt wie ich. Dann werden wir beide richtig hart gefickt, das ist richtig. Kann ich nicht einen von euch schützen? Nee. Das reicht dann nicht. Ich verteidige nicht. Ja, wieso verteidigst du nicht? Weil Jay muss jetzt oder wird halt genauso gefickt wie ich. Und okay, mit dir sind es dann ja, drei. Wenn jetzt, gut, Sepp könnte jetzt natürlich sagen, er verteidigt auch nicht. Ja, okay, dann wäre er halt auch gefickt. Das ist wohl wahr. Und würde sogar seine Mauer verlieren. Und meinen Siegpunkt verlieren. Ich wollte nur Optionen nennen, ja. Ja, Jay, verteidigst du? Nee, achso, ja stimmt, ich bin ja der Erste, ne? Ja, ich muss ja verteidigen wegen fucking Hurensmits. Achso, dann wird der deaktiviert. Okay. Ah, ich verstehe. Ja, dann Sepp, verteidige ich auch mal, ne? Ah, Sepp kriegt einen Siegpunkt. Woo! Sehr schön. Cool. Ja. Und damit müsste das wieder zurückgehen. So, das heißt, am Deal hat sich nichts geändert. Ja. Das ist ganz schön bitchy von Peter. Mhm. Ja gut, das hat Jay letzte Folge auch gemacht. Habe ich letztes halt einfach Mal immer gemacht. Ja. Immer den Druck aufrechterhalten. Das ist schon ganz schön smart. Also ein Rohstoffe, die wir wirklich knapp haben. Ja, eine 5 und smart. Die ist, wir haben einen Overflow. Haben eine gute Frage, Ernte. Hat irgendeiner von denen wohl Lehm? Ja. Kannst du mal probieren, Peter, mit deinem Ressourcenmonopol? Peter, was denkst du denn? Ist die 11 schon mal gewürfelt worden? Na, ich weiß nicht. Einmal bestimmt. Ja, ist sie. Einmal. Aber deshalb liegt da auch eine Sebastian Straße. Hat da eine Straße. Ja, du und ja. Okay, also, das bringt mir alles nichts. Mal mit dem Leben. Peter, ich wünsche dir viel, viel Glück. Aber jetzt kann der Siedler gefickt werden. Der Räuber. Ja, der Räuber kann nicht. Das bedeutet, ich würde mich nicht mit Peter anlegen. Das wäre Gift. Okay, ich upgrade einen. Greater. Make Pete great Knights. Again. Ach. Will er etwa upgraden, der Feder? Mensch, hast du selbst den Siegpunkt geschenkt? Ja, gut, ich wusste es halt nicht mehr. Das sind so viele Regeln, das kann man halt mal vergessen. Ach, Peter, ja. Dann aber schön, dass du dich um die Verteidigung unserer Insel kümmerst. Finde ich auch schön, dass ihr das macht. Klappt euch mal um die Siegpunkte. Verteidigt mal hier meine Stadt. Und ansonsten will ich. Dilly Milly. Boah, schon wieder eine 6. Ey, das kann doch nicht sein. Ja, ist doch cool. Aber immerhin darf ich hier einmal umdrehen. Gönne, ne? Aber ja. Ja. Viel mehr kann ich nicht machen. Ist auch nicht viel mehr passiert, ne? Okay. Ach komm. Wollt ihr mich verarschen? Was heißt das denn? Das war irgendwas Komisches. Oh. Was denn? Oh, ich wusste nicht, dass man nicht unendlich viele von diesen Karten auf der Hand haben kann. Schauen wir mal. Oh, anscheinend. Okay, if you cannot play one of this immediately, you have two Dingensbums. Okay. Steht das da irgendwo? Kein Spieler darf mehr als 4 Fortschrittskarten ohne aufgedeckte Siegpunktkarten vor sich liegen haben. Wer eine 5. Fortschrittskarte erhält,
und keiner ausspielen kann, weil er zum Beispiel nicht an der Reihe ist, muss sofort eine davon abgeben. Ja, klar. Moment, das heißt, ich muss eine abgeben, weil ich nicht an der Reihe bin. Eine sofort spielen. Genau. Nee, vielleicht kannst du ja trotzdem eine sofort spielen. Ja, vielleicht kannst du trotzdem irgendwie eine spielen. Er ist aber nicht dran. Gibt es Karten, die man sofort spielen kann? Wie soll ich denn eine spielen, wenn ich nicht dran bin? Du darfst, also in meiner Erinnerung gibt es keine, die du als Sofortzauber spielen kannst. Ja, ein Siegpunkt, ja. Nein, okay, ja, dann musst du wohl eine abwerfen. Ich hab selbst einen Siegpunkt. Ja. Siegpunkt musst du sofort, wenn du sie ziehst, spielen. Das haben wir letzte Folge, hatten wir das gar nicht gehabt, weil wir nie so viel Luck hatten. Na, Peter ist schon mieser Lacker, was wirft der denn da rein weg? Ah. Halte ich für nicht so sinnvoll, weil ich dafür muss euer Ritter in meinem Straßennetz sein. Also. Und das sehe ich jetzt am Anfang erstmal nicht. Okay, ich bezahle 2 Stoff. Upgrade hier, was sowieso noch nichts gebracht hat. Das ist ja lächerlich, dass die 8 nicht gewürfelt wird, ne? Das ist echt nicht so gut. Aber wie oft schon die 6, ey, das ist ja Hammer. Ja, das ist echt krass. Ja, und dann würde ich sagen, ist der Peter dran. Bitte keine 7, bitte keine 7, bitte keine 7, bitte keine 7, bitte keine 7. Oh! Schon wieder eine 6, willst du mich verarschen? Schon wieder blau! Alter, das ist ja schon wieder meine 5. fucking Karte. Du darfst sie aber jetzt spielen. Ja, jetzt darf ich wenigstens spielen. Wir werden richtig hart verarscht. Ja, ich kann nichts machen. You may activate all your knights for free. Das machen wir erstmal. Also aktuell sieht das so aus, als ob ihr beiden den Sieg unter euch ausmacht, wie das gerade verläuft. Wieder mal. Ohne dass diesmal alle auf mich gehen. Das stimmt. Das ist noch schlechter. Ich überhaupt gar keine Rohstoffe, die du ja echt mal. Ich krieg halt einfach keine Dinge, Zahlen, die gewürfelt werden von mir. Nee. Keine Ahnung, nichts für. Ich hab ja nicht mal schlechte. Das ist krass. 4, 8, 9, 5. Wobei die 4 kam vorhin. Also. Ja, die 4 kam häufiger als die 8. Ja. Willst du mich verarschen? Eigentlich kommt die ganze Zeit nur die 6 mit. Hat er seine Finger im Spiel. Ja, ich muss hier mal Sachen ablegen, wa? Lächerlich. Dann müssen wir den bauen muss. Dann machen wir mal ein bisschen hier fighten. Each player who has as many or more victory points than you must discard half his hands to the bank. Sorry, Sepp. Okay, 2 Karten weg von Sepp. Ja. Ja, danke schön, Peter. Ja, ich muss die halt spielen. Was soll ich machen? Ich muss die Krieg, halt spielen. Krieg, 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 Krieg. Ich bin leider so geil. Ich muss leider hier böse Dinge machen. Ja. Gut, dass ich nicht so viele Siegpunkte habe. 3 Karten auf der Hand, die kann ich ja vielleicht erstmal behalten. Nö, Peter, so. Du kriegst das doch viel schneller wieder. Bezahlen wir mal 3 von den Coins hierfür. Alter. Darfst jetzt die Strong Knights und Mighty Knights bauen. Nice. Ja, kriegt Peter die ganze Zeit Siegpunkte um Siegpunkte. Wait, du kannst jetzt erst die Strong Knights bauen? Ja, kannst du erst. Ja, den Dreier halt. Nee, die Mighty. Mighty jetzt okay. 2er konntest du die ganze Zeit bauen. Ja. Okay, da hat nicht anders geht. Komm, tausche ich 4 hiervon. Hey Peter, du kannst auch handeln, ne? Ja, kannst du mir ein Leben geben? Ey. Gegen ein Leben. Dann bauen wir jetzt eine Siedlung. Scheiße. Mir fehlt eine Wolle. Nein! Ich hab eine Wolle. Nee, ja, okay. Aber warte mal, ich kann dir vielleicht eine geile Karte dafür geben. Geht das? Geht das? Hast du Weizen hast du nicht? Checke mal, ob man das darf überhaupt. Ich habe keinen Weizen, nein. Aber du musst Rohstoffe gegen Rohstoffe tauschen. Ich checke das. Ja, das würde ich jetzt an deiner Seite auch sagen, Sepp. Ich glaube, das ist aber so. Fortschrittskarten dürfen selbst nicht gehandelt werden. Meine ich nämlich auch. Na gut, danke. Tut mir leid, Peter. Ja, kann ich dann tausche ich trotzdem. Ich kann dir aber trotzdem also Schaf geben. Ja, das bringt mir dann nichts, weil. Schade! Zurückgeben. Weizen hat. Sepp, du hast auch kein Weizen, ne? Nee. Dann tausche ich jetzt hier 4 Schaf gegen ein Weizen. Jetzt habe ich 2x4 Karten getauscht. Belastend. Und jetzt kommt die 5. Komm, 5. Nee, eigentlich nicht. Let's 12! Und da krieg ich Pitch schon wieder, ey. Geil! Das gibt's doch nicht, Jay. Wir werden voll gebumst. Ja, next. Peter spielt hier ganz alleine.
das ist halt, das ist, ja, ist belastend, dieses Siedler, ne? Es ist wie 5! Oh! Es ist wie Monopoly, ey. Ungetreide. Ich raff's nicht. Ja, aber wirklich, er hat langsam echt so eine Brettspielphobie, wenn sich die sich bei mir aufbaut. Monopoly läuft immer scheiße, Siedler läuft immer scheiße. Wenigstens habe ich mal in Tikal gewonnen. Ja, Peter, komm, hau rein. Und Solo Retto. Bitte keine 7, bitte keine 7, bitte keine 7, bitte keine 7, bitte keine 7. Oh, oh, noch eine 5! Jetzt mich jetzt verarschen, jetzt am Peter. Jetzt war eine reiche Ernte, ey. Jetzt geht's. Alter, das war aber wirklich eine reiche Ernte. Das ist doch ein Witz, Alter. Okay. Knallt's auch nicht. Resource Monopoly. Name a resource, bridge, gain, ore, lumber, or wool. Each opponent must give you 2 cards of that type, if he has any. Also, ich hätte gern bis zu 2 Schaf von euch, wenn ihr habt. Alter, du bist so ein Hurensohn. Du bist so ein mieser Wichser. Wer hat einer von euch die 2 da oben? Ja, ihr habt 2 dahin geworfen. Nee, die nicht. Okay, da ist ein ganz schön mieser Wichser, ey. Die nicht? Doch, die. Die da nicht. Okay, von Sepp habe ich dann eine gekriegt, oder was? Mhm. Cool. Ich nehme wohl. Schon. Das merke ich mir, Peter, ja. Bricks. Grain. Siedlung. Kann der gleich Schafe tauschen? Ich würde ja auch gerne Holz tauschen, aber das kriege ich einfach in dem gesamten Spiel nicht. Kann nicht sein. Ja, du hast kein Holz. Nee, also die 8 und die 10 sind einfach, glaube ich, Leben habt ihr alle nicht, wa? Fuck. Unglaublich. Ja, die 11 ist aber noch einmal erst gewürfelt worden. 3. Was, jetzt tauscht der 4 zu 1 schon wieder, ey. Was ist da los? Alter, Jay. Jetzt weiß er noch nicht mal, wohin er das tauscht. Einfach, weil er Bock hat. Naja, ich... Halt gucken. Halt da noch einen hin. Naja, da, wa? Machen wir noch ein Lehm und ein Holz. Aber du hast jetzt 4 gegen nix getauscht gerade, ne? Echt? Oh. Du hast ja 4 Getreide hingelegt und hast gesagt, jo, tausche ich... Habe ich mir dafür nicht ein Lehm genommen? Weil ich hatte sonst kein Lehm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir dafür ein Lehm genommen habe. Ja, hast du ja dafür ein Lehm genommen. Okay. Wäre ja nur fair sein hier. Machen wir so. Gut. Hey. Hm. Immerhin noch ein Schaf. Hier. Okay. Ja, bevor Peter irgendwelche Scheiße wieder macht, aktiviere ich einfach mal meinen Ritter. Tja. Mehr kann ich leider nicht machen. Weil ich ganz so eine Scheiße hab. So geil. Traurig einfach das Spiel. Ha! Da kommt doch euer 8. Eine 8! Das gibt nicht! Eine 8! Oh! Oh! Was mach ich jetzt? Was mach ich jetzt? Hat jemand Lehm? Nee, ne? 10. Das ist aber irgendwie schlecht alles. Lehm ist echt Mangelware. Ritter bringen keine Ressourcen, oder? Nee. Was denn? Ritter bringen keine Ressourcen. Nee. Hä? Die fressen die, Peter. Die fressen die dein Weizen. Hast du ein Erz, was du tauschen würdest? Ich hab kein Erz. Ja, hast du ein Erz, was du tauschen würdest? Peter lügt und ich hab kein Erz. Ja, wirklich kein Erz. Ah, hast 4 zu 1 getauscht, ne? Ja. Hm. Also Sepp, wo soll ich ein Erz herkriegen? Guck dir mal meine Siedlungen an und meine Stadt. Wo ist die, wo die liegt? Fast gedacht. Wo soll ich das Erz herkriegen? Ja, dann machen wir mal nix. Dann Peter. Ich kann einfach nichts tun.
Das ist so belastend. Da kommt nochmal eure 8. Oh Gott. Oh nein, jetzt habe ich viel zu viele. Oh nein. Das ist nicht gut. Nicht gut. Brauchst du Schaf, Peter? Nein. Okay. Nee, brauche ich nicht. Sind meine Knights aktiviert? Jo. Tja. Musst du sagen, du verteidigst jetzt mit allen Knights oder musst du bei jedem einzelnen Knight sagen, den ja? Ja, du kannst halt sagen, wie viele Knights. Ah, okay. Ich weiß jetzt schon, was ich würfel. Das ist uns jetzt! Ich hasse das Spiel, Mann! Oh nein, das ist nicht gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Karten. Geil! Mann! Rück mal noch auf. Ah, ne, Deal kommt danach erst. Okay. Ja. Oh, gut, dass ich die Stadtmauer hab, ey. Gib mir eine Karte. Ich nehm die. Achso, darf ich? Ja. Oh, geil, ich krieg ein Schaf zurück. Mega. Jetzt gehe ich zwar in den Krieg mit Peter, aber ist mir scheißegal. Jetzt ist der sauer. Kann ich verstehen. Jetzt krieg ich auch gleich die ganzen blauen Dinger da von ihm ab, aber da muss ich jetzt durch. Ich bin einfach pisst, wie dieses Spiel verläuft. Das ist unglaublich. Nächster. Weißt du, ich habe mir so einen tollen Plan überlegt. Hast du dir gedrückt? Du hast nicht dir gedrückt. Deine Mutter, ja, bei einer 7 oder was? Ja, doch, es kam der gelbe Würfel. Ah. Das war schon bei einer 3, ne? War das eine 3? Ja, eine 3 war das, warte mal. Okay, Entschuldigung. War ich einfach nur so pisst? Ja, alles gut. Oh. Nimm nochmal einen. Warte. Also, kann man den auch blau stellen? Sagt, na ja, mach einfach hier. So. Okay. Okay. Entschuldigung. Alles gut. Jetzt muss man aber die. Ja, jetzt muss man die noch rauskriegen. Ich habe eine 4 gewürfelt. Jetzt müssen nochmal. Sepp muss auch nochmal einen Wolle. Du hast gerade auch noch Rohstoffkarten gekriegt. Achso. Links zurückgeben. Wolle und Tuch. Das, ne? Aber dann, das gibt's bei einer 4 nicht. So, Sortkerz. Okay. Alter, bin ich pisst, Mann. Boah, ist das schlecht, ey. Boah, weißt du, da krieg ich einmal 2 Achten hintereinander und was kommt eine fucking 7? Vor allen Dingen hast du das gecallt auch noch. Ja! Pass das auf, ist doch lächerlich! Kommt. Würfel mal. Was? Fick dich doch einfach, Spiel, ey. Ja, bin ich okay. Deal. Okay. Hat jemand Leben gekriegt? Nee, ne? Alter. Nope, kein fucking Leben, immer noch nicht so eine Scheiße. Kann man nur jede Runde nachfragen, ob Leben gewürfelt wird. Jay ist schon wieder unausstehlich. Ja, ohne Scheiß! Jay, ich rede einfach mit mir selber, ja, du musst ja auch nicht zuhören. Machst du nee, Leben. Ich versuch dich auszublenden. Sorry, ich gebe mein Bestes. Was könnte ich denn jetzt tun? Ich hätte gerne Getreide. Mindestens eins, beziehungsweise zwei von euch. Meine zwei hast du? Hey! Ja, das ist direkt dahin gewandert. Ich hab das da hingelegt. Ja, ist okay. Dann tausche ich die direkt ein. Für ein Lehm. Ein Holz. Ein Schaf. Dann bauen wir eine Siedlung. Ich muss noch ein Getreide, ne? Ja. Genau, hier 4, genau. Ich wollte nämlich gerade sagen, irgendwas fehlt hier. Dann haben wir das. Dann mache ich noch ein Getreide. Gib mir mal mein Knight. Kannst du noch einen Ritter und Getreide bauen? Ne, kann ich nicht.
Schade. Kein Schaf. Dann nicht. Kein Schaf, der Peter kriegt den Punkt und ja, noch nicht. Der Peter ist auch dran. Das ist gut. Shit. Das ist mal eine vernünftige Zahl hier. Ist okay. Irgendwann ist innerlich in mir gestorben. Bei der 7. Und das mir ein bisschen leid. Das war eine Nullnummer für mich. Ich kann nichts machen. Alter Vater. Darf ich gleich nur keine 7 kriegen? Ja, keine nächste, ne? Keine 7. Keine bösen Wikinger. Was Wikinger hat jetzt? Warte mal. Das ist 9. Stopp! Bevor du Deal drückst jetzt. Ja, nee. Müssen wir erstmal verteidigen. Genau. Wait, ist, also, er nicht nur ein, ist er nicht nur einen davor? Der nee, müsste eigentlich. Wenn du Deal Sprung, drückst, dann ja, wenn fährt du Deal er drückst, nach vorne. Fährt er ein. Ah, okay, ein alles blöd. Klar. Du musst als erster, Sepp. Ich muss als erster. Warte mal. Das ist richtig gefickt für Sepp jetzt. Ja, wenn er gar nicht verteidigt, ficken wir ihn. Mal, Jay hat genug für sich. Peter hat. Wir haben 6-3, Sepp. Auch genug für sich. Das heißt, Peter könnte einfach sagen, der verteidigt nur mit dem einen. Sich das richtig. Der will aber den Siegpunkt. Mit dem anderen nicht. Der wird den Zweier nehmen. Und der wird, also wenn du nichts machst, wenn du was machst, dann muss er den Dreier, dann muss er beide nehmen. Ich nehme den, ich verteidige. Ah, sehr gut. Na, Peter und? Okay, dann nehme ich natürlich beide. Oh, ich glaube, ich lass mal meinen. Okay. Verteidigt, jetzt können wir Deal drücken. So. Geil, ja, als ja am Blinken ist. Ja, weil der jetzt sagt, Barbarien ja, haben gewonnen, aber naja. Okay. Was war denn der? Eine 9? Wo ist denn die 9? Peter? Peter! Ja, ich hab auch was bekommen. Krass. Bin ja gar nicht mehr von ausgegangen. Ich Peter hat ein Leben. Ich mach erstmal ein Upgrade. Hier, Junge, Siegpunkt. Muss umdrehen. Ah, ne, zählt auch so oder so. Peter, willst du das Leben tauschen? Nö. Ganz sicher nicht. Warum denn nicht? Weil ich selber Leben brauche. Gegen Holz? Nein. Ich spiele Medizin aus. 2 Ohr und 1 Reide kann ich eine Stadt Städtchen bauen. Das ist günstig. Genau, jetzt mal eine Stadt. An diesem Behindertenspot. Und ja, dann darf der Peter. Jetzt darf mal laufen hier. Kriegt er direkt nur 2 Steine, ey. 2 Leben. 2 Leben. Oh, Mann, ey. Ach, ist das schön, das Spiel. Ich freue mich für Sepp. Das ist gut, dass ihr beide 6 Siegpunkte habt, dann ist das wenigstens ein bisschen spannend. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Nee, du machst das noch. Ich Ich hab 3 Siegpunkte, Mann. Ich hab einfach nix. Ich bin einfach voll die Oberlusche. Brauchst du Weizen, Sepp? Ich brauch kein Weizen. Ich hab alles. Du brauchst wahrscheinlich auch keinen Weizen, Jay, wa? Ich? Naja, gerade nicht. Warum? Was willst du denn haben? Holz. Ja, nee. Warte mal. Du würdest mir ein Leben, ein Holz, ein Getreide geben und dafür ein Holz wollen? Ja. Nee. Ich würde dir auch 2 geben. Du würdest mir 2 Getreide geben? Ja. Für ein Holz? Ja. Ja, da kann ich leider nicht nein sagen. Okay, ein Holz, ein Weizen,
ein Wuhl, ein Lehm. Gibt eine neue Siedlung. Damit haben wir die 7 Siegpunkte voll. Wie viel waren's? Wie viel darf man 13. Haben? 13, okay. Und dann ist sofort zu Ende, sobald die 13 erreicht sind. Mhm. Glaube ich. Eine 4. Oh, eine 4. Oh, schon okay. Komm, ich muss jetzt ja auch mal irgendwas spielen. Den Händler. Was macht denn der Händler? Oh, da kannst du 2 zu 1 tauschen. Das ist natürlich nice. Das ist wirklich nice. Bleibt der so lange, bis der verschoben wird? Mhm. Ich hole mir dafür ein Lehm. Mhm. Dafür hole ich mir eine Siedlung. Jay expandiert. Jetzt geht los. Ja, das hätte ich eigentlich schon hätte ich damals bei der 7 auch schon gehabt. Schön, ne? Das war Freude. Ich hätte noch ein Buch abzugeben und würde mich freuen, wenn da jemand 3 Schafe für geben würde. Was? Ich habe keine 3 Schafe. Ich habe keine 3 Schafe. Schade. Hätte ja sein können. Kann ja mal fragen. Warum habe ich 5 Siegpunkte? Weil du gerade ein Dörfchen gebaut hast. Ich müsste eigentlich 4 haben. Von 3 auf 5. Der Upgrade ist real. Stimmt. Lol. Okay. Gibt der Händler einen Siegpunkt? Händler gibt einen Siegpunkt? In welchem Leben? Neu. Ja, okay, merken wir uns, das darf eigentlich nicht sein. Was soll ich halt machen? Dann darf der nächste. Hopp. Die Händlerfigur ist ein Siegpunkt wert. Echt? Ja. Wo steht das denn? In den Regeln. Krass, das wusste ich auch nicht. Ja, dann. Fett in schwarz, die Händlerfigur ist ein Siegpunkt wert. Geil, dann bin ich jetzt ja richtig im Rennen, Mann. Was ist denn da jetzt? Dann geht's hier jetzt ja aber hier richtig mal. Bist du durch, Jay? Ja, ich bin durch. Keine 7. Oh. Ich komm keine 7 dran. Oh, Peter, tut mir leid. Ein einsames Schäfchen. Mäh. Was ist denn hier los? Möchte mir hier jemand was sagen? Wieso hast du einen Pfeil da? Weil ach so, du nichts bekommen hast. Ich krieg eine Karte und ich kann mir eine Karte aussuchen. Geil! Aber nur nice. Eine Ressource und keine Handelsware. Ist schon okay, das ist schon okay. Kann ich ja, würdest du sagen. Dann nehme ich mir da doch ein Lehm? Erstaunlich! Ja, ich glaube schon. Ja, komm, hey, warum nicht? Okay, ich nehme mir ein Lehm. Werf hier mal ein paar Karten ab und baue 2 Straßen. Einmal hier hin und einmal dahin. So. Jay. Ja, bitte. Würdest du mir eine Kleidung geben für ein Buch? Mm-mm. Okay. Dann ist Peter dran. Ah, das ist auch nicht so schlimm. Okay, aktivieren wir mal einen Ritter. Kann ich noch machen. Ach, das ist doch alles behindert. Aber ich habe jetzt 4, ne? Ich darf nicht mehr. Okay, ich spiele die Karte. Und Sepp, die Road bitte wieder einpacken. Oh, was? Oh, du darfst sie da noch anders hinsetzen. Nee, nur wenn es meine ist.
Lustig. Ja. Das ist natürlich auch geil, wenn du eine eigene irgendwo umsetzen könntest. Das ist bitter. AJ. Ich finde die blauen Karten lustig. Ja, die blauen sind nur die Bumskarten, ey. Ach komm schon, ey! Oh, Sepp Peter. Muss nur 7 würfeln. Das ist halt. Kommt eh nicht die 10, dran. Die 10 tut jetzt gut, ey. Tja, ich habe seitdem nichts Neues mehr bekommen. Es ist cool. Dann darf der nächste. Würfeln, bitte! Ja! 5! Und ich krieg sogar noch richtig viel Getreide. Holy shit! Ah, wird wieder eng zwischen. Also gerade kommt, geht's wieder ein bisschen Richtung Sepp wieder, was der Overhand hat vor allem. Der kann gleich richtig raushauen. Gott, wahrscheinlich. Also ich werde erstmal ein Coin weggeben. Wie viele Handkarten hast du auf der Hand? Ja, gerade ist ein bisschen krass. Allerdings. Also. 17 Karten. 18 hat er. What the fuck? Ja, also, die habe ich, glaube ich, im gesamten Spiel nicht mal gehabt. Möchte jemand ein Buch oder ein Kleidung tauschen gegen was anderes? Ja, was brauchst du? Oder du brauchst du. Was brauchst du? Buch oder Kleidung? Entweder ein Buch oder eine Kleidung. Ich würd dir eine Kleidung abnehmen, wenn du für ein Schaf Getreide oder sowas. Nee, ich würde schon Handelsgegenstände gegen Handelsgegenstände machen. Nee, dann leider nicht. Ja. Ich kann dir tatsächlich ein Buch geben gegen ein Coin. Ein Buch gegen einen Coin, ja. Guck mal, dann dürfen wir beide gleich umklappen hier. Das ist doch schön. Da freue ich mich für dich. Okay. Die eine Straße, die fehlt mir natürlich jetzt da ein bisschen. Das ist ein bisschen bitter. Aber das können wir ja wegmachen, indem wir Ressourcenmonopol ausspielen. Ich hätte gern Getreide von euch. 2, oder? 2, ja. Also du auf jeden Fall. Jay weiß ich nicht. Dann lege ich da noch ein Getreide zu. Dann kriege ich dafür ein Lehm. Leg noch ein Holz dazu. Kriege ich, hey, das ist noch ein Diplomat. Oh, der Peter sagt nicht nein. Dann baue ich hier... Oh, schnell die Siedlung bauen. Siedlung schnell drauf. Ja, Peter ist... Schmutzbuckel, du! Und dann haben wir da unsere Dreier erreicht. Das war mein Ziel. 7-7 wieder! Und dann. Ja, baue ich noch eine Stadt. Komm, hier, Bums. Sepp hat die Führung übernommen. Bauen wir hier direkt eine Stadt hin, weil das ist ja auch schon. Das ist schon ein sexy Spot hier. Ja, kann man schon mal machen. Komm, jetzt gib mir. Ja, du bist noch immer noch dran, komm, okay. Wir aktivieren noch Neid hier, zack. So. Der hat nicht genug Neids. Das ist okay. Der nächste ist. Ich will auch einmal in meinem Leben so viel Glück haben. Oh, jetzt habe ich aber, jetzt muss ich leider echt zugeben, habe ich ein bisschen Glück. Okay, ich spiele die Hochzeit. Jeder, der mehr Victory Points hat als ich, muss mir 2 Karten seiner Wahl geben. Sepp, gib mir bitte 2 Karten. Da hast du die ganze Zeit drauf gewartet. Ja, was kannst du denn so gebrauchen? Alles. Guck mal, kriegst du das. Oh. Und kriegst du... Was ist das? Komm, ich bin mal in Gönnerlaune. Wow. Hohoho. Also schlecht. Ja.
Ah. Wirklich tun kann ich trotzdem nix. Was brauchst du denn? Scheiße. Aber dankeschön. Okay. Na bitte, Peter. Ich bin ja auch ein Freund und Helfer. Eine 7. Oh. Okay, der muss zumindest versetzt werden. Das ist ja schon. Kann ja schon mal Deal drücken, weil ja nichts passiert. Ja. Der kriegt eine Karte. Oh, Jonathan, was ist denn da los? Du bist der Führende. Darf ich schon ziehen oder willst du das schaffen? Ja, warte mal. Ja. Ups. Ach, okay. Das nutze ich doch direkt. So kommt man auch an die Dinger, ne? Das nutze ich doch direkt. Ah, next. Okay. Hey. Au. Das ist natürlich bitter. Aber ich deal einfach mal und ich darf mir eine Karte aussuchen. Aber das wäre vielleicht sogar besser jetzt für dich. Ja, sogar durchaus. Und ich kann nämlich jetzt einen Ritter bauen. Ich tue das Schaf mal direkt hier rein, ja. Und das Eisen hier. Und dann mal mein Basic Knight. Und aktiviere den mal direkt hier. Ja, schon mal. Damit hat er seine City safe. Und genauso viele Ritterpunkte wie ich. So. Boah, das waren zwei Bücher und zwei Holz, die ich ihm gezockt habe. Ich setze die aber auch immer genau richtig da. Also danach wird auch immer danach gewürfelt. Das war bei Peter auch gerade. Oh, wow. Alter. Oh. Warum immer, wenn ich mal viele Karten auf der Hand habe, kommt die verfickte 7, Alter. Da steht sogar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Geil. Ja. Ich glaub, das heißt, vier Karten darf ich wieder wegwerfen, ne? Ist ja geil. Eins? Das ist bitter. Zwei, drei, vier. Ja, ganz viel Schafe sind gerollt. Ach, ist das schön. Okay, ich spiel mal den Spy. Bei wem ziehst du denn? Da oben. Ach so. Bei mir oder bei Sepp? Oh, stimmt. Ja, schon bei dem Führenden. Wie viel darf ich denn ziehen? Eine. Eine, aber nicht die Dingenskarte, ne? Ja, ey, das ist schon klar. Jetzt darfst du Spy. Das ist cool. War doch immer Spy. Ja, jetzt rüste ich erstmal hier auf. Aha. Oh, hast du vorhin ein Tuch gezogen? Ja, hab ich. Guck mal, ja, jetzt hab ich's. Das falsch abgegradet, Peter. Nein! Ah, egal. Ja. Das stimmt. Hier nicht, Holz. Sorry, die Farbe ist so verwirrend, weißt du? Nee. Guck mal die Farbe an. Nee. Aber tut mir leid, gut, dass du aufpasst. Ja. Jetzt darf ich aber wirklich Spine, oder? Was jetzt ist das denn? Ich möchte gerne deine Handkarte sehen. Sebastian. Meine Handkarte? Das ist natürlich das Segen des Letztplatzierten, ne? Man ist nie das Opfer. Ja, möchtest du sie sehen oder haben? Die kriegst du auch. Ja, darf ich dann noch entscheiden? Hä? Okay. Warum sollte man sie nicht ja, nehmen? Ich darf ja sagen, der möchte nicht. Ja, okay. Rein theoretisch? Ja. Gut. Natürlich gut für dich. Was ist es denn? Oh. Das ist krass. Was ist das denn? Das ist gut für dich. Geiles. Okay. Das wirst du jetzt sofort sehen. Ich investiere mal ein Grain, um den Ritter zu aktivieren. Er aktiviert beide Ritter. Er rüstet beide auf. Und jetzt benutze ich Smith, um beide Ritter abzugraden. For free. Da heißt ein Dreier und ein Zweier. Lecker. Schon nicht so gut. Damit ist die Rittermacht ziemlich klar. Nee. 9 zu 5. Die Barbaren, die können halt nie was. Na gut, die geben dir aber die Möglichkeit, Siegpunkte dadurch abzuschabbern, ne? Naja. Ach komm, ey. Ich nehm noch mal den Spy und guck mir noch Jace an. Peter hat ganz viele Spy-Karten. Ah, ist okay. Kann ich eh nie benutzen. Das Rohstoffmonopol.
Na, jetzt kriegt er einen Siegpunkt wieder mehr. Oh! Oh, das ist nicht gut, Jay. Tja, was soll ich machen? Das ist nicht gut. Ja, wieso hast du dir den Merchant jetzt bei dir hingepackt? Achso, weil ich meinen eigenen Merchant habe. Ah, ja, richtig. Kriegst du auch den Siegpunkt da. Okay, ich konnte zwar nichts bauen, aber die Runde war trotzdem erfolgreich. Glaube ich auch. Day. Dann ist er wieder näher an den Siegpunkt gekommen durch den scheiß Ritter. Ja, das ist nicht so gut. Ich nehme mir mal... Was brauche ich denn? Next. Ich nehme mir mal... Ja, nichts machen. Ach doch, warte mal. Ja, Sepp muss sich immer überlegen, was er für einen Rohstoff haben möchte. Das ist gerade nicht so einfach. Aber ich glaube, ich nehme mal ein Lehm. Will jemand ein Lehm tauschen für mit einem Getreide? Nee. Also ich würde dir ein Lehm geben, wenn du mir zwei Getreide gibst. Ich habe leider nicht zwei Getreide. Kannst du mir denn noch dabei packen? Nix. Dann mach. Ja, okay. Dann nicht. Na, oh, oh, das ist optimal. Gut. Angriff. Aber. Angriff? Bevor was passiert. Oh, und ja. Sepp darf entscheiden, was er möchte. Ja, Wer hat denn Ach, Sepp hatte gewürfelt. Strong Knight und Basic Knight. Du kannst bis zu drei investieren. Ja, ich investiere meine drei für meine Städte. Okay. Okay, jetzt muss ich halt tatsächlich auch beide benutzen. Ja, richtig. Mhm. Hast du nicht gedacht, ne? Nee, hab ich echt nicht mit gerechnet. Ja, puh. Mein Ritter bleibt faul. Dann kann ich die hindrücken, ne? Ja. Jo. Da kriegt richtig viel und ich darf mir was aussuchen. Was suche ich mir denn aus? Ich suche mir ein Holz raus und baue eine Straße. Längste Handelsstraße incoming, sind zwei Siegpunkte instant. Muss man ja auch bedenken, ne? Ja. Peter. Bitte keine 7, bitte keine 7, bitte keine 7, bitte keine 7, bitte keine 7. Oh. Oh, eine 8 ist aber auch okay. Nicht so zufrieden. Nein, für eine Scheiße. Ich würfel jetzt gleich wieder eine 7. Halt, also Peter, mach die Karten mal weg. Ich habe jetzt mehr als 7 Handkarten auf der Hand. Jetzt ist es wieder so weit, dass ich eine 7 würfel. Meinst du? Mhm. Okay, ich baue erstmal eine City Wall. Bei Lehm. Schon mal gar nicht. Tust du schon mal gut dran. So, dann tausche ich zwei Schaf, weil ich hier unten ja wohl zu 2 und 1 tauschen kann. Gegen ein Getreide. Und das Getreide tausche ich jetzt auch 2 zu 1. Mhm. Nein. Schade, das wäre mega dumm gewesen. Das wäre mega dumm. Ich habe hier eine eigentlich ganz coole Karte, aber so geil ist die dann auch wieder nicht, ehrlich gesagt. Oh, ist aber schade. Ja, ich schon. Auch. Das kann ich alles nicht wirklich benutzen. Kann ich euch da irgendwie mit abfacken? Alter, Peter, ist eh schon ich fuck scheiße. Richtig hart ab. Ach, das zackt doch alles. Ja, wobei, bringt das was? Ne, das darf ich nicht. Ach, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay. Na, kannst du jetzt 9 haben, ne? Ich cry jetzt schon wieder. Komm, Jay, du machst das. Oh. Eine 9. Eine 9. Bringt mir überhaupt nichts.
Dealen wir mal. Vier. Eins, zwei, drei, vier. Ist das Ding in die nächste Stufe. Dann deaktiviere ich meinen Ritter. Setze den dahin. Wird der davon verscheucht oder bleibt er noch da stehen? Der Kannst du den Räuber verschieben, indem du den Ritter deaktivierst? Ja, nee, geht nicht. Schon immer. Geht mit. Ja, geht. Ich frage mich gerade nur, ob ich ziehen darf. Wir haben das nur einmal gespielt. Versetzen und vertreiben. Nee, du darfst ihn, glaube ich, nur vertreiben. Oder? Keine Ahnung. Räuber vertreiben. Der vertriebene Räuber wird gehandhabt, wie in Katana Spiel beschrieben. Nach der Vertreibung muss der Ritter auf passiv umgestellt werden. Achtung, bevor der Barbar kommt. Er wird gehandhabt wie in dem Hauptspiel, also darfst du ziehen. Du wirst ziehen dürfen, ja. Warte. Dann ziehe ich natürlich gerne bei Peter. Geschaffelt. Hui. Oh! Hui! Was hast du überhaupt genommen? Ein Leben. Ah. Na gut, das hat er ja gerade eh genug gehabt. Aber ich freue mich trotzdem, weil ich ein Leben sehe. Entschuldigung. Ey, boah, was mache ich denn jetzt? Oh ja, doch dahin. Oh ja, doch dahin. Kann ich sonst noch was machen? Brauche jemand Schaf? Okay, alle schreien. Nee. Dann darf der nächste. Ja. 10. Das ist ganz schön gut. 10 ist halt die Sepp-Nummer, ey. Ja, ist so. Kommt doch recht häufig. Naja. Häufiger als die 5. Weil die 10 eigentlich das Pendant der 4 ist. Eigentlich schon. Schon krass. Okay. Was tun wir denn jetzt hier? Was auch sehr selten kommt, ist die gelbe Scheißzahl. Was ist denn die gelbe Scheißzahl? Gelbe Scheißwürfelteil da. Dave? Also. Ich habe 2 gelbe Karten in dem gesamten Spiel bislang bekommen. Was ja, ist bitte, denn so deine Sebastian. Absicht hier bei der 4 hier vorne, da wo deine Straße gerade hingeht? Ja, siehst du doch. Was meine Absicht ist. Bauen? Ja. Das ist der Plan. Also. In 10 Runden. Ja, dann baue ich da einfach mal hin. Wenn du da in 10 Runden erst hinbaust, dann tausche ich, oh verdammt, das hat er jetzt erst zusammengefasst. Ein Lehm, ein Schaf, ein Holz und 2 Holz zu 1 getauscht ergibt ein Häuschen. Und ein Roadbuilder, ich kann 2 Straßen for free hinsetzen. What das the heißt, fuck? Holz hier eine Straße hin. Und da eine Straße hin. Und hier ein Häuschen. Ja. Das war mal eine Runde. Und ich krieg die längste Handelsstraße, oder? Ja. Okay. Dann sind wir bei 11. Wie macht der Monopol? Macht er 2 Siegpunkte? Ja. Dann hat Sepp gleich gewonnen. Peter! Welches Monopol? Das hier. Ach so. Das Büchermonopol. Metropolen machen. Ich liebe euch Bücher. Kommt zu mir, meine Bücher. Mmh.
Ja, hauen wir erstmal den Bischof raus. Ich darf den Räuber verschieben und darf eine Karte ziehen bei jedem, der da dran steht. Nicht bei einem von dem, sondern bei jedem. Da ist die 4 die logische Schlussfolgerung, auch wenn die nicht so häufig kommt, aber da darf ich 2 Karten ziehen. Mhm. Sonst nirgendwo, wa? Doch, die 5 unten. Beide hier. Stimmt. Aber. Was brauchst du, um aufzusteigen? Holz. Tja, dann sollten wir doch lieber auf sie gehen. Ja, okay. Darf ich. Willst du schaffeln? Ja. Ja. Das ist gut. Ah, hast du mein Buch geklaut? Ja, hab ich. Meine Bücher! Ah, ich kann nix bauen, ey. Ja, gut. Aktiviere mal einen Ritter. Oh. Was denn? Was ist Oh? Sepp hat gewonnen. Warum? Weil die Metropole ab der 4. Stufe schon aktiviert wird. Nee. Hä, das wäre mir aber neu. Steht aber. Der erste Spieler, der in einem der drei Bereiche ein Gebäude der 4. Stufe gebaut hat, in Klammern Bank, Kathedrale oder Theater, darf einen Metropolenaufsatz auf eine seiner Städte setzen. Nee. Ja, dann macht er mal. Also ich darf dann auch. Hey. Ja, stimmt. Ein Gebäude der 4. Stufe erreicht hat. Was sind denn die Metropolenaufsätze? Hier, links. Hier. Alter. Ja, nice! Geil! War easy! Ja, hier. Da. Bücher City. Bücher. Ja, herzlichen Glückwunsch. Siegpunkte. Schade, dass uns da nicht vor auf einmal alles ganz schnell. Ja, der passt ja schon viel länger, das Ding. Obwohl, er hat den Siegpunkt ja mit dem Siedler gebaut, ne? Also heißt, er hat eigentlich quasi mit dem Siedler und der längsten Handelsstraße, das war halt ganz... Hätte man vielleicht drauf bauen können, wenn man dran gedacht hätte. Aber ja. Der war ja eh weit genug, also keine Ahnung. Ja, weiß nicht, ob man da was hätte machen können. Aber gut gespielt, gut gewonnen, Sepp. Alter, ich hätte nicht gedacht, also Peter hat am Anfang echt, war ein harter Gegner. Dreckiges Glücksspiel. Ja, Glück ist schon wichtig. Glück ist schon wichtig. Ja. Glück ist schon wichtig. Also die 8, die da gekommen sind, die waren schon wichtig, Nara. Hätte vielleicht cool eine Rolle spielen können, wenn nicht zweimal mir die 7 ja, den Arsch gefickt hätte. Ja, das glaube ich auch. Aber schade, ja, das ist Siedler. Und damit war es das halt leider schon. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen, auch wenn das hier wieder mal richtig scheiße lief. Sebastian hat gewonnen mit 13 Siegpunkten, dann kommt Peter mit 8 und Jay mit 6 Siegpunkten. Vielen Dank fürs Zusehen, haut rein, bis dann und ciao. Tschüss. Tschüss.